Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. So, Leute. Ja, wir schauen mal erstmal wieder in die Kommentare, wie immer. Einmal die sture Katze. Oh. Ups. Falsch hochgezogen. So. Ich war im Urlaub, sorry, aber hab alle deine Videos weitergeguckt. Mensch, genieß deinen Urlaub. Wo warst du denn gewesen? Ich hoffe, es war schön. Aber danke, dass du die Videos geguckt hast. Sehr, sehr, freut mich sehr. Wirklich. Also, ich hoffe, du hast einen schönen Urlaub gehabt. So, und der nächste Kommentar von Sir Matt Clash Royale. Hi, erster Kommentar. Nice. So, da hat sich sogar jetzt inzwischen schon ein Clash Royale Spieler bei uns verirrt. Wobei Brownie war damals ja auch Clash Royale Spieler und der Herr Sofort hat auch Clash Royale. Ja, das passt eigentlich ganz gut zusammen. So, also, hi, Sir Matt Clash Royale. Herzlich willkommen bei uns. So, dann geht's auch schon los. Dann schauen wir mal ganz kurz hier rein in den. Ne, erstmal hier unten. So, hier ist nach wie vor die Lila am Start. Ja, irgendwie muss ich das Ganze, glaube ich, ein klein wenig verschieben. Sonst sieht das komisch aus. So, immer noch. So, ja, irgendwie. So. So ist, glaube ich, besser. So, also, dann gehen wir mal in den Shop rein und da ist die neue Box draußen. Jawohl, also wir gucken jetzt erstmal gucken wir uns die Peggy-Box wieder an. Mythic Peggy, waren wir ja schon ein paar Mal drin gewesen mit Cupido Bobby. Philip J. Fry, Buch der Zaubersprüche und im Hexenkostüm, eine ganz coole Box, aber ihr wisst ja, wie ich dazu stehe, zu den Farmable Mythics. So, dann haben wir Postal Borax Box, Postal Lois, The Borax Kit, Buch der Zaubersprüche, Hexenkostüm, Luann Platter und Lois Griffin. Luann Platter und Lois Griffin finde ich jetzt nicht so wirklich toll. Also, dann sind wir bei der neuen Box. Und das ist die Within Box. Gucken wir mal, was die so kann. Spray on Army Fry, Equestronaut-Kostüm. Doing! Doing! Stan mit der Gruselmaske, Philip J. Fry und ein Bobby. Und den Rest da hinten gucke ich mir gar nicht erst an. So, das ist natürlich cool old shit. Cool old stuff, man. Bedeutet, haben viele von uns mit Sicherheit in irgendeiner Form noch irgendwo im Deck und können es dann damit mal endlich fusen oder quadfusen. So, also und Bobby und Philip J. Fry sind natürlich mega geile Charakterkarten. Also, das Ding ist nice. Lohnt sich auf jeden Fall für die Leute, die schon ein bisschen länger mit dabei sind auch. So. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Hier haben wir den Philip J. Fry auch nochmal. Also kann man für 1100 Gems auch so nochmal holen. Jetzt kommen wir in die Meisterschaft rein. Und das ist der Knaller. Absolute Wahnsinn. Also viel besser die Kombo hier vorne als da hinten, die da kommt. Der Pigeon Bill. So eine der stärksten Kombos, die es so zwischendrin im Spiel gibt hier. So, der Pigeon Bill. Gucken wir mal ganz kurz in das Ding rein. Ist echt mega stark. Combo Recipe Cards. So, natürlich nicht mit dem normalen Bill in selten. Das ist dann natürlich nicht gut. So, jetzt gehen wir mal runter und dann kommen wir hier zu einem Pigeon Bill mit einem Bill Doughtery und einem Knife Wielding Shield. Hier mit einem Irek Lobster. Ja, und guckt euch das Ding da hinten an. Ja, 13-fach Hijack, 20-fach Punch, 15-fach Bombe. 2544, alter Vater, der haut rein hier. Und das ist, wenn er noch einfach nur normal fused ist, also noch nicht mal jetzt hier maxed out. Gucken wir mal, was passiert, wenn das Ding maxed out wird. Holy shit. So, ja. Wer den Bill bei sich im Deck hat. Plus Tierkarten.
Also, aber es sind halt 500 Gems, ne? Ich meine, 500 Gems, da kriegt man auch eine Box. Naja, eine Box kriegst du nicht dafür, erst ab 800, aber. Also, der Pigeon Bill ist echt hart. Also, das tut weh, die da vorne zu sehen. Und, naja, gut. Also, ist auf jeden Fall eine der geilsten Kombos des ganzen Spiels. Und wer zu viele Gems hat, Bill Dowdrive und halt Tierkarten, Animalkarten, der sollte da jetzt definitiv zuschlagen. Das ist wirklich, also, das ist schon mega stark. So, dann kommen wir hier vorne zum nächsten. Das ist der Hot Tubbin Bobby. Von dem kann man das wiederum nicht behaupten, dass der mega stark ist. Da hockt er in seinem Pool drin. Das ist eine Combo. Also ich spiele ja wirklich den Bobby sehr gerne, aber das ist so ziemlich die letzte Combo, die ich spiele. Also wenn, dann spiele ich die wirklich nur dann, wenn ich die Karte unbedingt noch retten will. Und keine andere Option mehr sehe. Aber ansonsten. Na, ist das der letzte Kram? Braucht kein Mensch. So, und jetzt kommt die nächste Knaller-Kombo. Heute ist ein schöner Tag, Schüler. Heute ist ein schöner Tag, du-dei-du-dei-day. Bow. So, jetzt haben wir den Rapture Stan hier. Ist auch eine geile Combo. Natürlich, ja, mit der Epic Version ist jetzt vielleicht jetzt noch nicht so ganz der Knüller, aber hier hat er bereits 15-fach Craze, 15-fach Craze, 16-fach Craze. Ist schon nicht schlecht. Ist schon wirklich nicht schlecht. Mit Doomsday Device. Also ein Stand mit Waffenkarten. Ja. Also wer den in der Mythic-Version hat, ich glaube, da kann man mal 1000 Steinchen für ausgeben, oder? Also, ob man jetzt alles verballern muss, aber 1000 Steine gehen. Komm, 10% drauf. Dann hat er hier zum Beispiel, hätte er 16, sagen wir mal, sind zwei mehr, sind 18. Da kriegt er die Herzen. Also, da sind wir schon bei 23, 18-fach Craze. 18-fach Craze musst du auch erstmal haben. So, 25, das wären dann, sagen wir mal, 3 drauf, da bist du bei 28 Angriff. Und da 8 drauf, da bist du bei 89 Leben. Also Rapture Stan ist auf jeden Fall cool in einem Waffendeck, auf jeden Fall auf einer Waffeninsel, bei einem Siege. Der ist nice. Gefällt mir ganz gut. Also ist eine der stärkeren Kombos beim Stan. So. Haut da mal Stamm. Also wer den Stan in Mythic hat, haut da mal 1000 Steinchen rein. Lohnt sich auf jeden Fall. So, dann haben wir hier als nächstes Groupie Francine. Ja. Und das Groupie Francine, das ist jetzt nicht so wirklich meins hier. Wenn ich mir die angucke. Also Francine mag ich sowieso nicht. Dann in Epic und dann so. Schrott. Mega Schrott. So, lohnt sich nicht wirklich das Ding. Hauen wir mal weg hier. Ganz schnell wieder weg. Weg, 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 weg mit dem Ding. So, und dann kommen wir zu der Special Combo, die von Congregate so vorgegeben wurde für heute. Keine zufällige. Das ist Victory Dance. Ja, und Victory Dance hat, ja, schauen wir doch einfach mal rein. Schauen wir doch einfach mal in die Victory Dance rein. So. Ist eine sehr defensive Karte. Ja. Gehen wir mal auf irgendeiner Stand mit Sportkarten. Gehen wir da unten drauf, hier zum Beispiel.
Da. Tom Landry Baseball. Millies Trampolin. So, da haben wir halt viel Mauer, Bodyguard und Leben, die generiert werden oder beziehungsweise nicht generiert werden. Also Leben, die mit hinzukommen, wenn eine Combo gespielt wird. Ja, ich kann schon verstehen, wenn jetzt, sage ich mal, jemand da ganz vorne sowas hier auch mal spielt, damit er überhaupt mal auch gegen mega, mega starke Karten nicht gleich kaputt geht. Aber mein Ding ist es halt jetzt nicht wirklich, aber wer halt auf Verteidigung steht und dann ist diese Combo natürlich schon ziemlich stark, ja, das ist klar. Also, ich würde sie mir jetzt nicht unbedingt holen, aber wem es gefällt, kann sie sich gerne holen. So, also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich natürlich riesig drüber freuen. Schreibt was in die Kommentare. Ich liebe eure Kommentare und freue mich über alles, was ich lesen darf. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Läutet die Glocke, um über neue Videos von uns informiert zu werden. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir, dem Herrn Gleich. Jetzt kommen ja die ganzen Siege-Videos und jetzt bald kommt das Pack-Opening mit der Mythic. Bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe es noch gar nicht gemacht. So, Siege. War ja wieder Siege, 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 Siege. So, also haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.